Herr Rielewitz, Sie sind mit Ihrer Mannschaft gegen Sparta Lichtenberg ins Viertelfinale eingezogen und mittelbar nach dem Spiel haben Sie dann aber in der Kabine bekannt gegeben, dass Sie den Verein verlassen werden. Wie kam es zu dieser plötzlichen Entscheidung jetzt? Ja, was heißt plötzlich? Es ist natürlich so, letztlich waren wir mit der Hinrunde nicht zufrieden, ne? Und dann ist es ja die Frage, wie es weitergeht. Dann ist es, denke ich, so am besten, weil das Schlimmste, denke ich, was dem Verein oder der Mannschaft passieren kann, ist, dass man eine Vorbereitung macht, dass man dann vielleicht 2, 3 Spiele macht. Wir spielen gegen Chemnitz, BRK, dass man da nichts holt und dann kommt es vielleicht zu einer Trainerentlassung. Und so ist jetzt die Chance da, wo man sagt, okay, man wechselt lieber jetzt. Da kommt ein neuer Trainer, der hat die Chance, quasi eine komplette Vorbereitung zu machen, also die Mannschaft in den gewünschten Fitnesszustand zu bringen. Und er hat noch die ein oder andere Möglichkeit zu reagieren mit Spielern, wen er vielleicht holen will oder nicht holen will. Und ich denke, das ist für alle dann die beste Entscheidung. Das heißt, es ist eine Empfehlung für den Verein von Ihnen, dass Sie gesagt haben, Sie würden jetzt lieber aufhören, oder ist es ein Prozess, der in den letzten Wochen ja ins Laufen gekommen ist, dass man sich zusammengesetzt hat und gemeinsam entschieden hat, zu dieser Lösung jetzt zu kommen? Genau, wir haben uns zusammengesetzt, haben die Hinrunde analysiert und haben dann gesagt, okay, was ist jetzt das Beste für den Verein? Wie hat die Mannschaft darauf reagiert? Ja, sie war, es hat sich jetzt so nicht angedeutet. Also es war mir auch wichtig, dann eben vor dem Spiel dort das bei mir zu behalten, weil ich halt wollte, dass die Jungs sich nur auf das Spiel konzentrieren und das halt erledigen. Und das haben sie gut gemacht. Und war jetzt jeder Spieler nochmal bei mir gewesen, hat sich bedankt. Und ich denke, es fällt den Spielern auch schwer. Genauso wie es mir auch schwer fällt. Ich war jetzt hier 2,5 Jahre. Wir haben... sind zweimal Pokalsieger geworden. Wir haben letztes Jahr eine überragende Saison gespielt. Das ist ja ein Verein, wo ich schon als Jugendlicher Fußball gespielt habe und dementsprechend fällt mir das natürlich auch schwer. Woran hat es aus Ihrer Sicht in den letzten Wochen gelegen, dass man in diesen Strudel, in diese Talfahrt so ein bisschen gekommen ist? Na, wir konnten uns nicht stabilisieren, ne? Ich bin jetzt seit... ich war 20 Jahre Fußballprofi und jetzt bin ich seit ungefähr 10 Jahren Trainer und habe sowas auch noch nie erlebt. Also bei uns, wir haben Spieler verpflichtet im Sommer und wir haben, nicht ein einziges Mal mit der Mannschaft gespielt, die wir uns so im Kopf ausgedacht haben. Also wir haben wirklich von Anfang an unsere Achsenspieler, beide Innenverteidiger, Sechser, Stürmer, also so viel Verletzungssorgen und dementsprechend, wir konnten uns nie einspielen und gerade wenn hinten die Stabilität nicht aufgebaut werden kann, dann ist das wie so ein Fundament bei so einem Haus, ne? Dann wackelt immer alles so ein bisschen und dann haben wir ein paar gute Spiele gemacht, dann wieder nicht gute Spiele, dann wieder gute Spiele und wir konnten uns im Prinzip da nicht finden und konnten keine Stabilität entwickeln aber ich denke jetzt, man sieht, dass Gabuschewski kommt jetzt die Spielfitness, Brandt kommt die Spielfitness, die halt vorher in dem Jahr wenig gespielt haben. Brasnic kommt die Spielfitness, Bahadir, Özkan kommt jetzt die Spielfitness und Brendel wird wieder dazukommen, Çubukçu wird wieder dazukommen. Und ich denke, wenn alle dann da sind und man fit ist, dann ist das eine richtig gute Mannschaft, die, glaube ich, auch in der Rückserie dann viele Erfolge feiern wird. Ist damit das Kapitel BFC Dynamo für Sie persönlich erst einmal beendet oder können Sie sich auch vorstellen, in anderer Funktion weiter dem Verein erhalten zu bleiben? Na, beruflich ist es beendet, aber emotional wird es nie beendet sein, weil das ist ja wie gesagt mein Jugendverein und von daher gesehen ist das natürlich immer in mir drin. Ne? Aber jetzt beruflich ist das erstmal beendet, ja. Alles Gute, Dankeschön. Danke auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.